Grüß dich, was los? Ich hab Sightseeing gemacht. Ja, ich hab Sightseeing. Ja, dann lass mich dort laufen. Tu nicht immer die Szene machen. Was ist das? Der hat in dem Video 146.000 Gold. Wie kommt man denn so viel Gold? Hey, das ist doch Katastrophe. Wieso muss ich jetzt wieder steuern? Also so... Das kannst du dir nicht vorstellen. An mir hat der Irre auch experimentiert. Wieso muss ich jetzt wieder steuern? Fuck, ich dachte, die Szene geht... Ich hasse sowas. Mach die Szene noch ganz. Ja, dann lass mich da halt laufen. Tu nicht immer die Szene machen. Was ist das? Entweder Gameplay oder Video schauen. Halt dich halt da fest an dem Ding. Was ist denn hier? Hallo? Geh halt dazwischen. Hallo? Die ist doch auch da hoch, die andere. Warum in den Zug, wenn die andere da hoch ist? So ein Blödsinn. Okay, die ist auch da noch nicht geschaut. Was schreit denn der da? Geht's ihm gut, oder was? Wieso machst du die Tür zu? Hallo? Lass doch die Tür... Was ist denn mit der? No joke, alle doof hier. Boah. Okay, ich darf kein einziges Mal... Hä? Kannst du dir nicht vorstellen. Heftig, oder? Mit dem Instant-Kill der Typ. Ist eh schon hinter mir, oder? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber wieso macht sie denn die Tür zu? Jetzt ist schon wieder Szene, wo ich... Also, wie ich sowas hasse, Alter. Mal bin ich dran, mal ist eine Szene. Lass doch die Tür offen! Also, so... Das kannst du dir nicht vorstellen. Du kannst dir das nicht vorstellen, was für ein Blödsinn. Mach die fort. Und schon wieder Tür zu, oder? Hey, der Tür offen gelassen. Ich hab Leertaste gedrückt, Alter. Was soll ich machen? Yeah.
Natürlich, mach die Tür zu. Es bringt doch nichts, wenn du sie zumachst. Lass doch offen die Tür. Der kommt doch jedes Mal von der anderen Seite wieder. Wieso hat der immer einen anderen Weg? Hat der ein anderes Parcouring als ich oder was, der Typ? Kannst du dich vorstellen? Das war knapp. Der taucht doch jetzt eh hinter uns auf. Und jetzt? Rede! Wer zum Teufel bist du? Ich bin Aiden. Und du? Warum hilfst du mir? Zeig mir deinen Arm. Komm schon. Alter. Ich beiße auch nicht. Zumindest nicht fest. Wir haben etwas gemeinsam. An mir hat der Irre auch experimentiert. Mia, hast du sie gekannt? Mia? Maya? Nein. Wer ist denn Mia? Sie ist meine Schwester. Ich hätte doch mit ihm Wir reden können. Wir waren in einer GRE-Einrichtung. Ich muss sie finden. Hm. Wenn sie noch lebt, dann verkauft sie sich bestimmt irgendwo in der Stadt. Für Wasser. Was? Kann ihr keinen Vorwurf machen. Was redest du da? Scheiße! Das will man hören, so wenn man mit der Schwester spricht. Ich meine ja nur... Ich muss sie finden. Okay, lass uns von hier verschwinden. Keine Ahnung, ob wir dem Psycho los sind. Wow, ist die schnell. Ja, die ist auch gut im Türe schließen. Der Eingang zum Zentralring ist nicht weit. Dort sind wir sicher. Aber der Türe schließen ist die Main. Die hat das bestimmt geskillt extra. Schnell Türe schließen hier. Na. Moment. Ja, aber wenn ich ein Millimeter hinter ihr bin und ihr macht es zu, weiß auch nicht, was da ist hier. Katastrophe, sag ich dir. Mach das mal nachher, wie der andere Video gesagt hat. Penn geht einkaufen, aber der hat in dem Video 146.000 Gold. Wie kommt man denn so viel Gold? Hey, das ist doch Katastrophe. Das ist doch viel zu viel Gold, sowas. Axt haben. Später Gegenstand immer besser, finde ich. Kann man schön spalten. Finde ich gut, dass vor mir das Ding hier aufgeht. Was ist denn hier unten eigentlich? Da ist wieder Gift. Let's go. Hallo? Wo sind wir hier eigentlich? Vielleicht kommt er nochmal und beißt uns. Also wir sind schon stark, hat er gesagt, aber er ist dann noch krasser hier, der Typ. Anscheinend hat er auch an sich experimentiert. Wir sind hier! Holt ihn rein! Nein! Mia! Aus so einer Erinnerung. Aiden.
Aiden! Aiden! Mann, du warst gerade komplett woanders. Hast du Albträume von dem, was er uns angetan hat? Die ganze Zeit. Deswegen will ich den Wichser ja umlegen. Waltz ist Nummer 3 auf meiner Liste. Du hast eine Abschussliste? Ernsthaft? Hat doch jeder, oder? Sehe ich aus, als mache ich Witze? In der Stadt gibt's einen Haufen Müll. Und ich bin die Putze, die hier alles blitzblank machen wird. Mhm. Na, wer steht sonst noch drauf? Außer Waltz, der Schlechter, Hakon und... Ach, weißt du was? Das ist eine verdammt lange Liste. Es gibt auch ein paar kleinere Nummern, die in Waltz inzwischen die Augen verdienen. Und wer hat dich damit beauftragt? Machst du Witze? Für die höchste Autorität des Landes. Meine eigene noble Autorität, euer Ehren. Und du? Was hattest du mit diesem Bastard Hakon zu schaffen? Na, du wirst es kaum glauben, aber er hat mir das Leben gerettet. Als ich in die Stadt kam, war ich infiziert. Kein Biomarker. Die Menschen im Bazar wollten mich aufknüpfen. Klar. Hätte ich auch gewollt. Er hat mich dort rausgeholt, hat mir einen Biomarker besorgt. Unfassbar, dass er mich betrogen hat. Er hat jeden betrogen. Ja, aber kannst sagen, jeden? Hat ich jeden betrogen? Ich habe ihm auch mal vertraut. Wirklich? Erzähl mir davon. Aber. Irgendwann vielleicht. Meine Geschichte ist fast genau wie deine. Ach, er hat Scharfschütze mich betrogen, heißt sie nur? Und Menschen sind gestorben. Vergiss ihn besser. Oder mach's wie ich. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, hab am besten eine Armbrust und genug Pfeile dabei. Okay, genug geplaudert. Los jetzt. Er übernimmt das Kommando. Gefällt mir. Wir müssen jetzt los. Das habe ich doch gesagt. Genug. Los jetzt. Dann sagt sie, wir müssen jetzt los. Ja, hä? Hat er auch gesagt. Frech. Ich habe immer mehr so Anfälle, gell? Bis ich irgendwann zum absoluten Zombie werde und alles schlachte. Ritze, Schlitze. Ich dachte schon, du wärst hinüber. Waltz hat diese Experimente wohl heimlich gemacht. Verdammter Psycho. Und niemand bei der GRE hat was davon bemerkt? Also ist es okay, wenn ich ohnmächtig werde einfach? Aber so läuft Zeit ab? So. Wie komme ich denn wieder in die offene Welt? Das ist eine Katastrophe hier. Moin. Siehst du zum Loten hier oder was? Die Geheimgänge, Schächte, irgendwas zum Loten? Hallo? F reden. Ja. Und Hakon, warum steht der auf der Liste? Wegen dem Mord an Lucas? Nein. Ich mag die blauen Marionetten, die PKs. Aber Lucas Tod interessiert mich einen Scheiß. Und warum dann? Das, mein Freund, ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Sagen wir, jeder auf der Liste verdient einen Kopfschuss. Und Hakon verdient was viel Schlimmeres. Mist, hier war immer auf. Wir sind ausgesperrt. Na toll. Ja, der wird wir Tür zumachen studiert haben. Mhm. Das ist eine GRE-Einrichtung, oder? Oh Mann, es hat funktioniert. Woher hast du den? Kennst du Dell? Schon die ganze Zeit. Ha? Wer ist denn Dell? Dylan gab mir das hier vor seinem Tod. Waltz hat ihn getötet. Fuck! Er hat ihn also doch erwischt. Dylan hat mir auch gesagt, ich solle jemanden namens LeWarn finden. Weißt du, wer das ist? Vielleicht war es Schicksal, dass wir uns trafen. Muss einen Grund geben, warum uns das Universum zusammengeführt hat. Was? Ich bin LeWarn. Dylan wollte Frank kontaktieren. Er meinte, der PK-Commander Lucas hätte was gefunden. Irgendwas, das Walt schon seit langer Zeit suchte. Er wollte raus aus der Stadt, damit Walt es nicht in die Hände bekommt. Den DRE-Schlüssel? Den hab ich jetzt. Vermutlich. Lucas starb wegen dieses Ding. Der Schlüssel war Main. Dylan auch. Sei vorsichtig. Sonst bist du der Nächste. Auf jeden Fall was Wertvolles. Für Walt wohl sogar unschätzbar wertvoll. Also pass gut drauf auf. Achtung! Ich hab die Tür gar nicht zugemacht. Was ist los? Das Strom. Waltz hat sicher die Generatoren eingeschaltet. Waltz? Wieso das denn? Ich habe keine Ahnung. Wer weiß schon, was bei dem im Kopf los ist. Komm. Beeil dich, ehe sie wieder losgehen. Wir, ich muss jetzt springen.
Wir von der Metro Service entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. The fuck, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Geh nicht gerne, zu weit doch. An die Bahnsteigkante. Schnell, Aiden. Sieht aus, als wäre der Weg kommt bald, dauert nicht mehr lang. Und ich darf jetzt nicht auf das Ding gehen, sonst bin ich tot, oder was? Ist doch nichts. Na, ist okay. Ach, ich habe einen Gegenstand erhalten, der wurde im Spielerding versteckt und dann gebracht. Ich habe noch nie irgendwas da reingelegt. Okay, jetzt bin ich wieder in der offenen Welt. Moment. Jetzt wissen wir, wie das geht. 45 Meter ist das. Den müssen wir finden. Wir müssen ganz viele von denen finden. Wie hat der andere schon 60 Stück gefunden? Ich habe erst... Keine Ahnung, wie viel ich habe. Einen halben. Und die Musik geil. Gerade stich Dramat mal kurz lauter. In Meter? Okay, das ist jetzt so ein offensichtlicher wegen der Quest, oder? Müssen wir hier looten, gucken wir mal. Da ist er ja. Bett? Für den nächsten Tag oder was? Notiz. Also das Spiel gefällt mir immer besser, auch wenn ich ein bisschen vorhin rumgewurschtelt habe. Aber für immer besser wird es von Tag zu Tag. Ist mit Tür zu machen. Ich vielleicht besser so. Nicht, dass die andere kommen, macht mit Tür mehr vor meine Augen, vor meinen Augen zu. Jawoll! Yes! Gell? Ich bin der Wurstler schlechthin. Meine Wurstel immer Wurstel hier. Main! Der Main Wurstler. Was ist denn das hier? Kann ich die auch öffnen, die Tür? Ja, Doppeltür öffnen. Welche macht denn die andere zu? Mal noch mal kurz schauen, wenn nicht noch irgendwas ist. Irgend so ein Geheimstück versteckt oder sowas. Gehen wir jetzt oder was? Ja. Jetzt heute. Warte. Heute ist es spät. Muss looten hier. Ich muss doch alles looten hier. Na gut, ich komme. Let's go! Mehr Ausdauer haben, Main. Wieder aufladen hier. Grüß dich, was ist los? Ich hab Sightseeing gemacht. Ja, ich hab Sightseeing. LOL, echt? Ich auch sagen. Scheiße. Verdammt. Schau nur, hier sind Augenlicht. Es ist voll beleuchtet. Das ist ja echt unglaublich. Komm rauf aufs Dach. Wir schauen uns von oben an. Wir sehen uns oben. Führt uns in den Himmel. Schnell!
Jetzt macht er keinen Stress, junge Dame. Die Cam ist nicht flüssig, deswegen muss ich kurz einstellen, Moment. Ich muss Lichtabgleich machen. Oh, Moment doch. Und willkommen, Bug, Pimli. Pimli! Mhm, so geht's. Gut, passt. Let's go! Aber einfach so dahin. Das erste, was ich mache, ist aufs Dach gehen, wenn ich irgendwo zu Besuch bin. Man kennt's. Hey, wo bist du? Ich mach Sightseeing. Wo ist denn das jetzt hier, krass? Hast du schon gesagt? Geil, was ist denn hier los, ey? Krass. Was war da dies? Verdammt. Ach, das ist Downtown. Ein Scheiß sehe ich. Ich dachte wirklich, das klappt. Wir wurden voll gelenkt. Na, was soll's? Was hat ihr geglaubt, dass das 10 Meter weiter alles okay ist, oder was? Hä? Wie, was? Hm? Ja, deshalb komme ich hierher, wenn mir alles zu viel wird. Also ziemlich oft, glaub mir. Schau, Aiden, sie sind wieder an. Ja. Sie geht verdammt nochmal wieder an! Schmeiß sie runter dann! Aiden, siehst du? Das ist wunderschön! Ich kann's nicht glauben! Geil! Nein, ich kann's einfach nicht glauben! Ich auch nicht! Juhu, Strom und Licht und Ey! Lovan, siehst du das? Ich sehe es, Daniel. Ich bin an dem Aussichtspunkt. Das ist echt eine Show. Wie kommt das? 15 Jahre lang stockdunkel und auf einmal das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir müssen es rausfinden. Dann komm kurz in die Kantine und wir reden. Ich vermisse dich wie den Schnee im Winter, Loka. Während du Biere gekippt und Barkeeperinnen gevögelt hast? Du kennst mich. Mein Spezialtalent. Beste. Wir treffen dich dort. Oh, ist wieder aus. Irgendwas stimmt nicht. Ja, ist alles nur so wie Feuer. Oh nein, 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 nein. Mist. Was zur Hölle ist hier los? Ja, was denn? Ja, das Fischauge. Wie kommen wir da hin? Fischauge. Warten. Ich habe nur warum denn? Wir müssen die Umspannwerke prüfen. Eins ist da drüben. Ich dachte, auf Höhe Baseball. Mit dem Picasso. Und das Fischauge? Hör zu. Ich will dir helfen und ich werde dir helfen. Wir machen das zusammen. Aber du musst wissen, es ist das erste. Es ist seit mehr als 10 Jahren die gleiche Situation. 10 Jahre dieser scheiß Dunkelheit. Wir müssen uns das ansehen. Wie kommen wir zum Umspannwerk? Das ist ein alter Gleitschirm. Mit ihm kommst du an Orte, wo du sonst nicht hinkommst. Okay. Folge mir einfach. Ja, ich habe einen Gleitschirm jetzt bekommen. Halt! Oh Gott! Ach, aber der Gleitschirm im ersten Rang soll scheiße sein. Du kommst nicht wirklich, kannst nicht wirklich fliegen, aber ich habe ihn. Warte mal kurz. Ist gerade 24 Stunden DC. Immer wieder. 24 und 48 Stunden DC. Ich wünschte, ich hätte den 24 nicht. Ich habe einen Gleitschirm bekommen. Yes! Darauf habe ich mich gefreut, aber der Gleitschirm soll in der ersten Stufe nicht geil sein. Man soll nicht wirklich gescheit fliegen können, aber ich habe ihn jetzt erst einmal. Ich muss den upgraden durch die Porno-Airdrops. Sie haben einen Gleitschirm erhalten.
Er ermöglicht es ihnen, große Entfernungen der Luft zurückzulegen, um sicher zu landen, wenn sie aus großer Höhe fallen. Halten die Z? Die Z ist doch ewig weit weg. Ich dachte, 10 Eier kostet eine Paste. Halten Sie Z, um den Gleitschirm zu öffnen, drücken Sie S, um hochzuziehen und den Fallschirm zu stabilisieren. Der Gleitschirm erschöpft Ihre Ausdauer, wenn Sie auf 0 sinken, verlieren Sie die Kontrolle über das Fluggerät. Na dann, Z drücken. Warum ist es so weit weg? Entwurf Gleitschirm, yes! Main! Siehst du, ihr recht gehabt hier. Neues Werkzeug, ich mag Werkzeuge. Ich hoffe, das Werkzeug vibriert genauso gut wie das andere. So. Heilungseffekte, Schaden, Parkourangriff, Heilungsgeschwindigkeit. Habe ich ja nicht ein neues Level jetzt? Ich muss jetzt gleich mal zu diesem Ding da gehen. Damit ich Level 3 Sachen bekomme. Komplett. Ich möchte das Jägerset komplett haben, oder? So. Wann lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Genug Story. Ich möchte noch ein bisschen hin und her laufen und ein bisschen selber was machen hier. Die Lauren, die jetzt... Lauren heißt auf einmal. Was soll ich machen? Z drücken? So wahnsinnig? Hab ich. Ah! Wetten, es ist safe Y, weil Deutsch-Englisch. Wetten, Z ist Y. Und das Spiel sagt mir Z ein Stück Scheiße. Also, Wetten ist Y. Dass sie das 2022 immer noch nicht hinkriegen. Es war 1997 schon so. Ja. Es ist... Okay, nochmal gleich, aber... Es ist Y auf jeden Fall. Oh Mann, ey. War ein Blödsinn, man. So viele Jahre und trotzdem nicht. Nicht schlecht. Danke. Für einen Anfänger. Das ist einfacher, als es aussieht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das hier passiert. Ich glaube, Waltz hat irgendwie den Strom eingeschaltet. Aber warum sollte er das tun? Er hat nie jemandem geholfen. Warum sollte er den Leuten den Strom zurückgeben? Bist du sicher, dass er es war? Er hat den GRE-Schlüssel in der Autofabrik benutzt. Ich glaube, dadurch ist überall das Licht angegangen. Das ergibt Sinn. Vor Jahren hat das Militär die Anlage übernommen, um die Energiezellen auf den Hügeln zu sichern. Aber ich hatte keine Ahnung, dass man sie wieder in Gang bringt und damit die halbe Stadt mit Strom versorgen kann. Achte auf diesen Schlüssel, Aiden. Weiß der Teufel, was man noch damit machen kann. Wir beeilen uns besser mit dem Umspannwerk. Ich müde mal wieder, weil ich zwischendurch was am Knabbern bin. Ich habe so Hunger, ey. Aber ich muss mir jetzt was zum Essen machen und ich bin jetzt mittendrin der Leid in Darknet 2. Geht nicht. So. Okay. Okay.